FC Zürich gegen den FC Thun, Spielstand zur Pause 0:0. Bei mir ist jetzt der Frank Etundi. Frank, du hast dich verletzt. Wie geht es dir aktuell? Wie geht es der Schulter? Jetzt ist es viel besser, weil jetzt kann ich laufen. Aber nächste Woche muss ich anfangen mit der Mannschaft. Aber jetzt ist es wieder sehr gut jetzt. Besser, viel besser. Ich habe auf Instagram gesehen, du bist am Trainieren, auf dem Laufband, auf dem Velo. Also du bereitest dich wieder vor, hä? ja, ich bin nicht so bereit, aber ich hoffe, nächste Tage wieder bereit für die Mannschaft. Ja. Wunderbar. Blicken wir kurz zurück. Letzten Mittwoch, FC Sion gegen FC Zürich, auswärts. Der FC Zürich gewinnt mit 3:0, zieht in den Cup-Final ein. Hättest du auf dieses Resultat gewettet am Dienstagabend? Ja, sicher. Ich war zufrieden. Ich habe nicht geschlafen, weil es war ein schöner Moment für uns. Ich denke, dieses Finale ist auch etwas sehr gut für uns, aber wir müssen alles gut gemacht. Jetzt ist Meisterschaft und nach Finale ist anderes Spiel. Ist immer ein Finale. Wir müssen mehr arbeiten und ja, ich hoffe, wir gewinnen dieses Finale. Gut, dann schauen wir doch noch kurz auf den Match heute. 45 Minuten gespielt gegen ein FC Thun, das erwartungsgemäß nicht so einfach ist. Was glaubst du, was ist wichtig jetzt für die zweite Halbzeit gegen diese Berner Oberländer? Jetzt wir spielen gut. Wir haben Ballbesitz. Wir müssen nur weiter. Und ich hoffe, in der zweiten Halbzeit spielen mit mehr Mut, weil wir haben Qualität und wir spielen gut. Mehr Mut als die Forderung von Frank Etundi. Wir wünschen alles Gute und gute Besserung und euch allen eine gute Pause.